Heute haben wir hier eine Vorstellung der neuen sogenannten MATS-Projekte, die im Kreis Schleswig-Flensburg für das Jahr 2021 bewilligt worden sind, vorgestellt. MATS steht für lokale Maßnahmen für Teilhabe und Zusammenhalt. Es ist eine Vielfalt an Projekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sozusagen in der Gesellschaft unterschiedlich ansetzen. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen zu verschiedensten Themen. Das eine, was wir zum als Beispiel haben in Tarp, ist Ernährung und Bewegung. Im Schloss haben wir ein Projekt, wo es über Kunst geht, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die verschiedensten Ansichten zu Kunstprojekten auszutauschen, was man aus seiner eigenen Kultur und Herkunft sozusagen mitbringt. Dahinter verbirgt sich, dass wir mit Beratern, die eben auch eine eigene Migrationserfahrung haben, gezielt zugewanderte Männer erreichen wollen, um einen Raum für Austausch bieten zu können, über Themen, über die Männer vielleicht nicht so gerne mit Frauen reden oder mit denen sie nicht in den üblichen Beratungsstellen Platz und Gehör finden können. Also ich habe auch, wie gesagt, ein Mitgefühl mit den Leuten. Deswegen möchte ich gerne also die Aufgabe übernehmen und ich hoffe, dass ich also erfolgreich sein werde. Dass wir in überkulturelle Objekte in Austausch treten über ganz unterschiedliche Themen, politische Themen, Themen der Nachhaltigkeit bis hin zu persönlichen Themen, was stärkt uns als Frauen oder aber wie ist das mit Müllentsorgung in Deutschland bis hin wie kann ich mich integrieren und welche Ziele habe ich für mich und für meine Kinder? Neue Geschichten habe ich auch gelernt. Das ist unsere tolle Gruppen auch kennengelernt. Das ist viele Frauen aus verschiedenen Ländern, aus Syrien, aus Deutschland, aus anderen Ländern auch. Und das ist auch verschiedene Kulturen. Und das macht auch eine schöne Mischung. Und das durch diese Mischung haben, das ist viel Spaß gemacht. Ja, TARP bewegt sich. Wir wollen TARP-Bürger bewegen und wir wollen auch ein Bewegungsangebot anbieten. Das heißt, wir wollen Menschen in Gedankengängen auch bewegen. Denn wir möchten verschiedene Aktivitäten anbieten, von gemeinsam gut frühstücken über verschiedene Ausflüge, Familientage, aber eben auch über verschiedene kleine Wettbewerbe. Wir wollen die Menschen aktiver machen, mehr bewegen dazu, sich zu begegnen und offen miteinander umzugehen. Für mich die natürliche Vielfalt, andere Sachen, neue Leute zu treffen, andere Kulturen kennenzulernen. Und auf jeden Fall, wir sind in TARP, wir arbeiten und machen an TARP guten Platz zu leben. Ja, also den Antrag, MATS-Antrag können eingetragene Vereine machen. Stellen, sowie auch Kommunen, sowie bei uns Gemeinde Harrisley hat das auch gewagt. Und es geht darum, dass man einfach dass man schon in der Integrationsarbeit oder auch schon diverse Aktivitäten durchgeführt hat, um nochmal diesen Zusammenhalt vor Ort, ganz wichtig vor Ort, deswegen auch lokale Maßnahmen zu fördern. Ja, natürlich, wir brauchen diese Förderung, weil wir können nicht alles in der Region alleine stemmen. Wir unterstützen, wir gucken. Natürlich, es wäre sehr, sehr schade, wenn schon angelaufene Projekte, wir haben ja auch Fortsetzungen in unserer Region, die komplett wegfallen werden, also würden. Ja? Aber toll, 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 wir hoffen, dass die Förderung dann erhalten bleibt.